und damit solltest du live sein. Alles klar, ja. Herzlich willkommen, Tom. Ja, danke. Also ist ja eine spannende Geschichte, die ganze Technik jetzt so rüber zu streamen und für diejenigen, die das noch nicht so gemacht haben, also Bild und Ton von Berlin nach Kiel zu bekommen. Also Bild, der Bildschirm funktioniert, mein Facecam funktioniert gerade nicht, weil irgendeiner von diesen 1000 Programmen, die ich dafür aufmachen muss, das gerade blockiert hat. In diesem Sinne, ihr werdet mich also heute denn nicht sehen. Viele Grüße aus Berlin nach Kiel mit dem Vortrag Unmögliche Primzahlerkennungsmaschine. Wie komme ich da drauf oder was steckt dahinter? Da sind wir eigentlich schon so im Vortrag drin. Ich habe mal die Idee gehabt, so eine Maschine zu entwickeln. Die Idee kam aus etwas Vorgeschichte, die ich gleich mal genauer erklären werde. Vielleicht vorab noch mal kurz zur Primzahl. Ich nehme mal an, alle sind mathematisch so weit drauf, dass sie wissen, was eine Primzahl ist. Aber damit wir das gleiche Verständnis haben, was ist eine Primzahl? Eine Primzahl ist eine natürliche Zahl. Sie ist größer als 1 und sie ist nur durch 1 und nur durch sich selbst teilbar. Also 4 Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine Zahl eine Primzahl ist. Und das macht das Ganze recht praktisch mit den natürlichen Zahlen, weil dadurch können wir sagen, eine natürliche Zahl ist entweder eine Primzahl oder es ist keine Primzahl. So, und dadurch haben wir jetzt 2 recht einfache Möglichkeiten, oder was heißt einfach, aber zumindest genau 2 Möglichkeiten zu ermitteln, ob eine Zahl eine Primzahl ist oder nicht. Die erste Möglichkeit ist, ich nehme irgendeine Zahl und prüfe nach irgendeiner Methode, ob das eine Primzahl ist oder nicht. Das kennen wir, das nennt sich Primfaktorzerlegung. Ja, das heißt also, wenn eine Zahl nicht in weitere Primfaktoren zerlegbar ist, dann habe ich eine Primzahl gefunden. Das zweite, ich fange ganz von vorne an, das wäre dann bei der 2, und suche dann alle Zahlen raus, die keine Primzahlen sind, und streiche die durch. Das kennt man auch, das ist im Prinzip das Sieb des Eratosthenes, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausgesprochen habe. Man könnte es auch als das Sherlock-Holmes-Prinzip bezeichnen, weil der sagt ja mal, also wenn man alle Möglichkeiten gefunden hat und gestrichen hat, das, was überbleibt, muss dann das Ergebnis sein. So ungefähr so sinngemäß. Ja. So, ich habe euch auch nochmal die Sheldon-Primzahl mitgebracht, also die Fans der Big Bang Theory werden sie kennen. Sheldon-Primzahl ist die 73. Der hat herausgefunden, dass die 73 die 21. Primzahl ist. Das ist jetzt noch nicht so berauschend. Aber dass eben die Spiegelzahl von der 73, sprich die 37, die 12. Primzahl ist. Und die 12 ist wiederum die Spiegelzahl von der 21. Und nach und nach hat man noch so ein paar andere Sachen noch so entdeckt, die ja, ob mehr oder weniger sinnvoll sind. Also Produkt von 7 und 3 ist zum Beispiel auch die 21. Wenn ich das Ganze in Binärdarstellung darstelle, dann komme ich auf diese 1001001. Die Oktzahl sind 3x1, Morsecode ist 2 lang, 3 kurz, 2 lang. Und das sind alles Palindrome. Also kann ich von vorne und von hinten lesen. Und wenn ich jetzt die Binärdarstellung nehme, die hat genau 7 Stellen und 3 davon haben den Wert 1. Vielleicht finden wir noch so ein paar Dinge. Ja. Ist halt interessant, aber so ja, richtig, richtig wichtig wird es eigentlich nicht. So, wie bin ich darauf gekommen? Bevor ich jetzt auf die Primzahlmaschinen-Idee zu der Primzahlmaschine gekommen bin, hatte ich mir mal eine Methode überlegt, wie man Primzahlen überhaupt erklären kann. Das war so ungefähr 1978. Ich hatte jetzt kein Bild zeigen können. Sonst würdet ihr sehen, ich bin schon etwas über 20 und das schon seit längerer Zeit. Das heißt, damals war ich so ja, um die 15 rum und habe anderen Nachhilfe in Mathe gegeben. Und da waren halt welche dabei, die Schwierigkeiten hatten, sich die Primzahlen vorzustellen oder sich auch vorstellen wollten. Dann kam ich auf die Idee, okay, nimm doch mal Quadrate,
Früher hatte man dann entweder die quadratischen Bierdeckel oder man hat sich ein Blatt Papier genommen und da Quadrate oder etwas, was annähernd wie ein Quadrat aussah, rausgeschnitten. Ja. Und das habe ich dann den Nachhilfeschülern gegeben und habe gesagt, so, ihr habt jetzt eine Aufgabe, ihr habt jetzt hier Quadrate, das sind eure Bausteine und ihr sollt jetzt aus diesen Quadraten ein Rechteck legen. Natürlich kann auch ein weiteres Quadrat sein, ein Quadrat ist ja auch ein Rechteck. Mindestanforderung ist, es muss auf jeder Seite, also Länge und Höhe, mindestens 2 haben. So, dann habe ich denen zum Beispiel 3 Stück gegeben, die haben das so angelegt. Und Bedingung war nicht erfüllt, weil die Höhe hier jetzt nicht stimmt. Da sage ich, okay, das soll nicht nur zur Seite legen, muss auch vielleicht mal nach oben anlegen, guck mal, was dann passiert. Ja, passt immer noch nicht so ganz, also weil wir wollen ein Rechteck ja haben. Ja, also von der Form, dass wir ein Rechteck sehen können. Gut, habe ich noch einen weiteren dazugelegt, sage ich, mach's mal jetzt, sagt er, jo, jetzt kann ich's. Jetzt habe ich ein Rechteck gelegt, ist sogar ein Quadrat. Und das ganze Spielchen haben wir weitergemacht, kam der nächste. Also das nächste Baustein, nächste Quadrat, auch wieder angelegt. Kein Quadrat oder kein Rechteck, ich habe wieder eins gegeben. Ja, man kann wieder ein Rechteck bilden und man erkennt ja jetzt schon, jeder zweite, also immer wenn es eine gerade Zahl ist und ich immer nach rechts anlege, dann wird es ein Rechteck werden. So, nehmen wir nochmal die 7 dazu, nehmen wir nochmal die 8 dazu. Und jetzt wird es ein bisschen spannender, weil immer nur in die Seite, ja, dann erfassen wir die geraden Zahlen, aber das haben wir jetzt inzwischen schon rausbekommen. Eigentlich bei jeder geraden Zahl kann ich ein Rechteck legen, aber es gibt ja auch ungerade Zahlen, die keine Primzahlen sind. Wie sieht es damit aus? Also muss man nochmal ein bisschen in die Höhe bauen. Und wenn man das denn jetzt mal macht und mal genau hinschaut, sieht man, na, da kann ich doch was verändern. Ich kann doch diese beiden, die da rechts sind, da oben hinlegen. Und dann mache ich das mal. Und was habe ich? Ich habe wieder ein Rechteck oder in dem Falle sogar ein Quadrat. Das bedeutet, die 9 ist keine Primzahl. Weil das ist im Prinzip, was dahinter steckt. Immer wenn ich ein Rechteck habe, habe ich keine Primzahl. Ich habe jetzt hier nochmal mit der 11 weitergemacht. Da sieht man, da ist eine Lücke. Ich kann mich anstellen, wie ich will. Aus der 11 kriege ich kein Rechteck gelegt. Also das ist die Grundidee dahinter. Aus kleinen Quadraten, quadratischen Baustein, Rechtecke zu legen. Und immer wenn man ein Rechteck gelegt hat, hat man keine Primzahl. Immer wenn man es nicht geschafft hat, hat man eine Primzahl. Und das ist ganz streng genommen die Definition von Primzahl. So, jetzt habe ich denn vor, ja, inzwischen, das ist glaube ich auch schon 1-2 Jahre her, daraus auch mal ein Video gemacht, auf YouTube hochgeladen und da dann auch noch die Frage gestellt, kann man das vielleicht nicht automatisieren? Also sprich, kann man da nicht eine Maschine draus bauen, mit der man das ein bisschen einfacher ermitteln kann? Die Frage habe ich in den Raum gestellt, habe auch keine Antworten bekommen, aber mich selber hat das auch beschäftigt, dachte ich, das müsste doch gehen, oder? Und wenn ja, wie müsste so eine Maschine aussehen? Und das war so die Idee zu dieser Maschine. Maschine ist ein bisschen sehr hochtrabend. Also letztendlich, ja, was habe ich gemacht? Ihr müsst euch das mal vorstellen, wie so ein Brett. Auf dem Brett habe ich hier dieses Gitter aufgezeichnet. Also ich habe es noch nicht tatsächlich gebaut. Ich möchte es, das Material habe ich sogar schon. Habe es nur immer noch nicht geschafft. Eventuell funktioniert es nicht so wie hier jetzt in der virtuellen Welt. Also wie ich es jetzt hier gleich zeigen werde. Aber man hat zumindest dann mal eine Vorstellung, wie das Ding aussehen könnte. Dann habe ich Begrenzungen, das sind die X- und die Y-Achsen, die muss man sich so vorstellen, dass die natürlich etwas herausstehen, sodass die Kugeln mehr oder weniger darin gefangen sind. Also die können dann weder nach unten fallen, noch nach links rausfallen. Dann habe ich diesen grünen Schieberegler. Also Schieberegler eben deswegen, da bin ich aber schon richtig, hier diesen grünen Schieberegler, weil den kann ich bewegen. Das ist einer der beweglichen Teile neben den Kugeln, sonst bewegt sich da nichts. So, und damit habe ich eigentlich schon den Grundaufbau. Ja, viel mehr habe ich da nicht. Ja, außer den Kugeln noch. Und, so,
was kann ich jetzt damit alles machen? Ich habe also angefangen mit den Primzahlen, habe dann erkannt, ich kann ja mehr noch damit machen. Ich kann also nicht nur feststellen, ob eine Zahl eine Primzahl ist, sondern ich kann das Kommutativgesetz erkennen, ich kann multiplizieren, ich kann Divisionen durchführen, feststellen, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist, natürlich dann auch feststellen, ob eine Zahl eine Primzahl ist. Das war ja das eigentliche Idee. Das Besondere hier bei den Nummer 4 und 5, um das feststellen zu können, muss ich nicht mal wissen, was Zahlen sind, und ich muss noch nicht mal zählen können, weil ich es einfach anhand der Form erkennen kann. Aber das sehen wir nachher. Was kann ich noch machen? Ich kann eine Zahl in ihre Teiler zerlegen. Ups, da war ich jetzt zu schnell. Ich kann eine Zahl in Primfaktoren zerlegen. Ich kann in andere Zahlensysteme umrechnen und ich kann Quadratwurzeln berechnen bzw. abschätzen. Und das machen wir heute. Fangen wir doch mal an mit dem Kommutativgesetz der Multiplikation. So, das ist jetzt das Spielbrett, die Maschine, wie man es auch nennen möchte, da oben, das ist dieser Trichter, das ist eine Art Speicher. Den habe ich da dran gebaut, da muss man sich vorstellen, da kann ich einfach ein paar mehr Kugeln reinpacken. Sonst wäre ich ja oben bei, in diesem Beispiel bei der 13, maximal 14 vorbei. Und so kann ich ein paar mehr Kugeln reinpacken. So, ich möchte jetzt das Kommutativgesetz visualisieren und habe in diesem Beispiel mal 23 Kugeln genommen, um zu zeigen, wie das denn aussieht. Ich bewege den Schieberegler jetzt auf irgendeine Position. In dem Fall habe ich die 4 genommen in der X-Achse. Und wir sehen, wir können ablesen, auf der X-Achse habe ich die 4, auf der Y-Achse habe ich die 5. Ja, also hier habe ich dann die 5. Und das Ganze, da steht dann jetzt nichts anderes, als im Prinzip, wir haben jetzt hier 5 mal 4 plus 3. Und da wir ja rechnen können, wissen wir, 5 mal 4 ist 20 plus 3 ist 23, sind also genau die 23 Kugeln, um die es hier geht. Jetzt schauen wir uns mal aber dieses Rechteck an, dieses 5 mal 4. Das ist die Multiplikation da drin. Und das Kommutativgesetz besagt ja aus, 5 mal 4 ist das gleiche wie 4 mal 5. Wie erreiche ich das? Ich nehme einfach diesen ganzen Block und drehe den um 90 Grad. Zack. So, das kann man sich mit anderen Dingen auch vorstellen. Ob ich einen Schuhkarton nehme und ein Blatt Papier, vielleicht ein Blatt Papier, das kann ich um 90 Grad drehen, die Fläche bleibt die gleiche. Und genauso ist es hier auch, das verändert sich nicht. Damit kann ich also sehen, Kommutativgesetz der Kommunikation habe ich damit visualisiert. Und die 3 bleiben auch da, bleiben oben drauf liegen. Und was habe ich jetzt? Jetzt habe ich das genau umgedreht. Ich habe jetzt nicht 5 mal 4. Jetzt habe ich also 4 mal 5. Plus auch wieder, plus die 3, macht auch 23. Gut, das ist das Kommutativgesetz. Dann wollen wir mal multiplizieren. Wir sind auch noch ein bisschen im Warm-up. Wie kann man damit jetzt multiplizieren? Nehmen wir mal einfache Zahlen. Wir wollen jetzt 4 mal 3 rechnen. Also, wir stellen den Schieberegler dazu auf die 3. Wir wollen ja 4 mal 3 rechnen. 4 ist auf der Y-Achse, die 3 auf der X-Achse. Und jetzt nehmen wir einfach so viele Kugeln, bis das bis oben hin ausgefüllt ist. Zack. Also ich kann da jetzt einen Deckel drauf machen oder ein Brett drauflegen, was auch immer. Und sehe, da sind keine Lücken, bleibt nichts übrig. Es ist komplett ausgefüllt, es geht nicht mehr, es geht nicht weniger. Und dann habe ich genau 4 mal 3. Und wenn ich jetzt zählen kann und die Dinge zähle, 1, 2, 3 und so weiter, dann komme ich auf 12. Kann man das vielleicht noch ein bisschen eleganter machen, nicht so, dass ich nicht zählen muss? Ja, kann man. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme den Schieberegler und drücke den ganz nach links auf die 1, also auf die Ausgangsposition, was bei einer echten physischen Maschine ein bisschen schwer sein wird. Ich kann aber auch in die andere Richtung gehen. Und bewege den so weit, bis alle Kugeln nebeneinander liegen ohne Lücke. Und dann kann ich genau unten ablesen, was ist es denn? Und da sehen wir 12.
Also 4 mal 3 ist gleich 12. So habe ich eine ganz, auf ganz simple Art und Weise eine Multiplikationsmaschine gebaut. Einfach mit Kugel und einem Brett. Nachteil ist, wenn ich hohe Multiplikationen ausführen will, dann brauche ich ein riesen Bett und ein Brett und eine ganze große Menge Anzahl an Kugeln. So, kommen wir zum Eigentlichen, was wir ja machen wollten. Wie können wir jetzt damit Primzahlen ermitteln? Dann denken wir mal an den ersten Teil, den ich euch gezeigt habe. Und ich fange jetzt hier mal mit der 3 an. Ich habe eine Ausgangsposition. Ausgangsposition bedeutet Schieberegler auf 1. Und jetzt fülle ich diesen Zwischenraum dazwischen ein mit der Anzahl an Kugeln, von denen ich bestimmen möchte, ob es sich um eine Primzahl handelt oder nicht. Gut. Hierbei ist jetzt zu beachten, bei der Primzahlermittlung, ich darf den Schieberegler oder muss den Schieberegler dann immer um eine Position nach rechts schieben. Und auch hier schaue ich, kann ich hier ein Rechteck bilden, also bildet die Form der Kugeln ein Rechteck. So, bei der 3 ist es recht einfach, recht schnell gemacht. Eine Position nach rechts, wir sehen, nee, kein Rechteck. Und auch hier gilt wieder mindestens 2 nach oben, 2 nach rechts, also sowohl x auch y müssen mindestens den Wert 2 haben, weil das ist ja die Definition, muss 2 oder größer sein. Wir haben kein Rechteck, dann schieben wir nochmal einmal weiter. Sehen, ja, auch das ist kein Rechteck, also haben wir eine Primzahl gefunden. Und was bedeutet das? Wir hatten diese Ausgangsposition, das war hier, da liegen alle übereinander und das kann man lesen, das ist die Anzahl der Kugeln, in dem Fall 3, geteilt durch 1. Und wenn ich diese Endposition habe, wo dann alle nebeneinander liegen, ohne Lücke, dann ist es das gleiche wie geteilt durch die Anzahl der Kugeln. In dem Fall wäre es ja geteilt durch 3 und ich habe 3 Kugeln, also geteilt durch die Anzahl. So, machen wir das Ganze jetzt mal mit 4 Kugeln. Also wir werden jetzt immer ein paar Kugeln mehr nehmen und mal schauen, wie das mit dieser Maschine aussieht. Jetzt haben wir 4 Kugeln. Wir schieben den Schieberegler jetzt um eine Position nach rechts. Übrigens, hat es eben vergessen zu erwähnen, ihr seht es aber hier, ist auch eine 3 hin dazugekommen. Das haben wir eben gemacht, weil wir die 3 gefunden haben als Primzahl, die haben wir dann hier notiert. Idealerweise notieren wir die nicht nur auf der X-Achse, die Primzahlen, sondern auch hier auf der Y-Achse. Weil wenn wir das nächste Mal eine Zahl haben und füllen die Kugeln auf und sehen, das ist eine Primzahl, dann brauchen wir gar nicht weitermachen, haben uns einen Schritt gespart. Gut, einen nach rechts geschoben. Was sehen wir jetzt? Wir sehen, es liegt keine Kugel oben, beziehungsweise lässt sich ein Rechteck bilden. Ja, und die Aussagen sind eigentlich äquivalent, ob ich nun sage, ich kann da aus der Form ein Rechteck erkennen oder obendrauf liegt kein Rest. Somit ist also die Anzahl der Kugeln gerade, und das ist das, was ich bei dem ersten Schritt schon mal feststellen kann. Kugeln sind gerade oder die Zahl ist gerade, in diesem Fall die 4. Und eigentlich kann man jetzt auch verstehen, warum es gerade Zahlen heißt, weil hier oben ist es ja gerade. Würde ich noch eine Kugel drauflegen, dann würde die irgendwo dazwischen liegen und dann wäre es ungerade. Und das ist eigentlich auch die bildliche, visuelle Erklärung für gerade und ungerade. So, ich habe mein Rechteck. Also ist die 4 keine Primzahl. Das ist auch so, 4 ist die kleinste Zahl, die nicht prim ist. Kleinste gerade Zahl, die nicht prim ist, die wir jetzt auch gefunden haben. Jetzt machen wir mal weiter mit der 5. Wie sieht es da aus? Schieberegler wieder nach ein weitergeschoben. Wir haben jetzt einen Rest oben drauf liegen, beziehungsweise können wir kein Rechteck bilden. Also müssen wir weitermachen. Wir ziehen das noch um einen weiter. Auch hier wieder einen Rest oben drauf liegen, kein Rechteck. Und machen nochmal weiter. Ich habe jetzt gleich 2 weitergezogen, aber das verändert sonst nicht viel. Und wir sehen, wir konnten auf dem ganzen Weg von links nach rechts kein Rechteck erkennen.
Demzufolge ist das eine Primzahl. Auch die können wir jetzt wieder notieren, die 5 an der x-Achse, idealerweise auch an der y-Achse. Da haben wir sie gerade notiert. Und schauen uns nochmal 2, 3 Beispiele weiter an. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch. Wir machen das jetzt mit der 7. Ja, auch hier einmal weitergezogen. Nochmal weitergezogen. Ich kann wieder kein Rechteck bilden. Ich kann wieder kein Rechteck bilden. Ja, und da natürlich auch nicht. Wieder eine Primzahl gefunden. Wir notieren die 7 und machen jetzt noch ein Beispiel mit der 9. So, ziehen einen weiter, da ändert sich nichts, ist wieder ungerade, also könnte eine Primzahl sein. Wir ziehen noch einen weiter und jetzt ist der kleine Unterschied zu eben. Wir haben eine ungerade Zahl, die keine Primzahl ist, weil wir hier jetzt ein Rechteck bilden können. Ja, auch in diesem Fall ist es wieder ein Quadrat, ja, aber letztendlich natürlich auch ein Rechteck. Und dadurch haben wir festgestellt, dass die 9 keine Primzahl ist. So, das Prinzip sollte erkannt sein. Wir würden jetzt mit der 11 weitermachen, wenn wir alle weiteren haben wollen und so weiter. Wir müssen aber nicht der Reihe nach, sondern wir können natürlich das mit beliebigen Zahlen machen. Und jedes Mal, wenn wir es gefunden haben, sollten wir das notieren. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, man muss noch nicht mal zählen können bzw. Zahlen kennen. Trotzdem funktioniert das. Wie geht das? Habe ich mal zwei Beispiele mitgebracht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kugeln da drin sind. Ich kann jetzt die Kugel auch nicht zählen, weil ich kann ja gar nicht zählen. Ich weiß auch nicht, was Zahlen sind. Also muss ich die Zahlen hier mal von den Achsen entfernen. Und dann sieht das Spielbrett oder die Maschine so aus. So, das Prinzip ist aber genau das gleiche wie das, was ich eben gemacht habe. Ich bewege den Schieberegler ein nach rechts. Hier stelle ich schon mal fest, auch es ist eine ungerade Zahl. Ich weiß aber noch nicht, ob prim oder nicht prim. Ich muss weitermachen und habe dann gleich schon in dieser Position sehe ich, okay, ich kann ein Rechteck darüber legen. Also ist es keine Primzahl. Egal, was für eine Zahl es war, ist es keine Primzahl. Wenn wir jetzt kurz uns wieder daran erinnern, ach, wir können ja doch ein bisschen rechnen, dann sehen wir, dass es 3 mal 7 gleich 21 und da wissen wir ja, das ist richtig, die 21 ist keine Primzahl. So. Und noch ein Beispiel. Wir füllen wieder unseren Speicher oder unseren Trichter. Gleiche Prinzip. Wir schieben um einen nach rechts. Haben wieder eine ungerade Zahl. Könnte eine Primzahl sein. Machen weiter. Wir haben wieder oben einen Rest liegen, beziehungsweise können kein Rechteck bilden. Wieder um eine Position weiter. Auch hier können wir noch kein Rechteck erkennen. So, und auch hier nicht. Und wir hätten eigentlich im Schritt vorher schon aufhören können, weil wenn man bis zu dem Punkt keine oder festgestellt hat, dass es keine Primzahl ist, dann wird es auch keine mehr. Aber wir machen jetzt mal weiter, damit wir das ganze Prinzip sehen. Also holt euch eine Tüte Chips. Dauert einen kleinen Moment. Ich gehe mal etwas schneller durch, weil ihr jedes Mal seht, da ist nichts. Kein Rechteck. Auch wieder kein Rechteck. So, für die Langeweile habe ich euch eine ASCII-Tabelle eingeblendet. Ich mache weiter, auch kein Rechteck. Auch im nächsten Schritt noch kein Rechteck. Komm, ein bisschen machen wir noch, zwei Züge noch, auch wieder kein Rechteck. Auch hier nicht. So, und das war jetzt der letzte, weil spätestens hier kann man aufhören, weil wenn wir ein Rechteck haben wollen mit mindestens 2, dann sieht man, da müssten wir hier eine Kugel hinzufügen. Wenn wir aber den Regler verschieben, dann wird es obendrauf immer weniger. Das heißt, es kann gar kein Rechteck mehr werden. Deswegen können wir hier jetzt auch aller spätestens aufhören. So, das zeigt, ich muss noch nicht mal zählen können, ich muss keine Zahlen kennen und ich kann trotzdem erkennen, ob eine Anzahl an Kugeln eine Primzahl darstellt oder auch nicht. Was ich jetzt noch machen möchte, ist, ich möchte eine Zahl in ihre Teiler zerlegen. Eine schöne Zahl, die man gut in Teiler zerlegen kann, ist die 12. Das machen wir. Ich habe
auch wieder die Ausgangsposition, lege 12 Kugeln rein, kann das ja auch ablesen hier oben, ja, ich habe die 12. Und mache oder bewege jetzt den Schieberegler auf die erste oder einen weiter, besser gesagt, oder auf die erste Primzahl. Ne, Teilerzahl auf die erste nächste Zahl, ist hier die 2. Und ich sehe, es lässt sich ein Rechteck bilden. Und wenn sich ein Rechteck bilden lässt, also übrigens das erste, ich habe es eben vergessen zu erwähnen, ich gehe nochmal kurz zurück. Ja. Also die trivialen Teile sind die 1 und die 12. Und ich habe hier 12 übereinander liegen. Das heißt, also das kann ich natürlich geteilt durch 1 rechnen. Und wenn ich am Ende bin, dann kann ich geteilt durch 12 rechnen. Das sind die trivialen Teile. Die gucken wir uns gar nicht genauer an. Ja, die sehen wir gleich noch zu Rest und deswegen stehen die hier von Anfang an schon mit dabei. So, jetzt bin ich bei der 2. Die 2 kann ich in Rechteck bilden und demzufolge habe ich ein Teilerpaar gefunden. Nämlich, das kann ich hier ablesen, ich habe auf der X-Achse die 2, auf der Y-Achse die 6. Also das Teilerpärchen ist 2 mal 6. Ich kann um einen weiter bewegen, habe dann hier auf der X-Achse die 3, auf der Y-Achse die 4. Weil ich habe wieder ein Rechteck, beziehungsweise nichts oben, was oben drauf liegt als Rest, habe das nächste Teilerpärchen gefunden, 3 mal 4. Und so kann ich jetzt weitermachen und jetzt kommt überraschenderweise, dreht sich es einmal um, jetzt habe ich nämlich 4 mal 3. Da könnte ich eigentlich aufhören, aber wir machen auch noch hier nochmal zwei Schritte weiter, dass man sehen, okay, es gibt auch etwas, wo wir keinen Teiler finden bei der 5. Da haben wir hier so einen gewissen Rest über. Und den können wir also nicht notieren. Wir machen weiter. Dann haben wir auch hier die 6 mal 2 und natürlich das letzte. Wir hatten es schon. Ja, geteilt durch 12. Das sind also die Teilerpärchen, die wir jetzt gefunden haben. Und also wir haben sie eigentlich doppelt. Ne? Dadurch, dass wir nachher durch das Kommutativgesetz das gleiche nochmal in grün haben. Jetzt wisst ihr, warum die Kugeln grün sind. Und haben also die Teiler gefunden, 1, 2, 3, 4, 6 und 12. Und das geht mit jeder Zahl so. Und wenn ich keinen Teiler finde, ja, dann habe ich eine Primzahl. Was kann man noch machen? Wir können eine Zahl oder eine Anzahl von Kugeln in Primfaktoren zerlegen. So, wie mache ich das? Ich habe jetzt hier mal dafür die 18 mitgebracht. Kann man im Kopf auch noch relativ einfach die Primfaktoren ausrechnen. Wir wollen es aber mit dieser Maschine machen. Also, was machen wir? Wir wollen Primfaktoren finden, also müssen wir den Schieberegler jetzt immer auf Primzahlen bewegen. Das heißt also auf die 2, die 3, die 5, die 7, wie auch immer. Also immer nur Primzahlen. Wir fangen mit der 2 an und sehen, es lässt sich ein Rechteck erkennen, also haben wir den ersten Primfaktor gefunden. Den können wir jetzt auch notieren. Das ist in dem Fall die 2, weil wir haben den Schieberegler auf die 2 gestellt. Wir machen ja hier nur Primzahlen und das sind die Primfaktoren dann. Also 2. Jetzt kommt eine Regel. Wir entfernen jetzt alle Kugeln aus allen Spalten bis auf die ganz linke. Das ist in dem Fall ganz einfach. Das ist nur die zweite Spalte, die entfernen wird. Der Schieberegler wird da noch nicht bewegt. Er bleibt da erstmal, wo er ist. So, was passiert? Ja, die fallen dann irgendwann mal runter. Und ich habe ein neues Gebilde und sehe, es ist kein Rechteck. Also bin ich mit allen Primfaktoren oder habe ich alle Primfaktoren der 2 gefunden. Also ist nur geteilt durch 2 und nicht 2 mal 2. Und ich kann weitermachen, indem ich jetzt den Schieberegler einen weiter bewege, also auf die nächste Primzahl. Das wäre die 3. Ja, da bewege ich ihn einmal hin. Ja, bewegt sich, jetzt bewegt er sich. Und ich habe wieder, oder kann wieder ein Rechteck erkennen. Ja. Und wenn ich ein Rechteck habe, habe ich einen Primfaktor gefunden. Den können wir uns notieren. Es ist die 3.
Und auch hier gilt jetzt dann wieder die Regel mit den Entfernen. Ich entferne alle Spalten bis auf die erste. Der Schieberegler bleibt noch mal auf der 3 und dann sieht das Ganze so aus und fällt dann auch irgendwann irgendwie so ein bisschen runter. So, wir haben keinen Rest oben liegen und hier ist vielleicht die Bedeutung oder Bezeichnung Rest ein bisschen besser als Rechteck, weil das Rechteck könnte jetzt ein bisschen verwirrend sein zu dem einen Beispiel, wo wir Primzahlen erkennen wollten. Da war wichtig immer nur 2, das ist hier nicht wichtig. Und wir erkennen, das ist kein Rest obendrauf, also haben wir wieder einen Primfaktor gefunden. Das ist nämlich der nächste. Also können wir uns wieder eine 3 notieren und machen die gleiche Regel. Wir entfernen wieder alle Spalten bis auf die erste und dann sieht das so aus, dass dann nur noch eine Kugel einsam und verlassen übrig bleibt. Und wenn wir nur noch eine Kugel haben, sind wir hier bei der Primfaktorzerlegung fertig. Und dann haben wir das Ergebnis und wir haben es ja notiert, also ist 18 gleich 2 mal 3 mal 3. Geht mit jeder beliebigen Zahl und das Brett muss unter Umständen nur ein bisschen größer sein. So, Division ist das nächste. Mit und ohne Rest. Also, eigentlich habe ich hier eine Restwertberechnung, die ich zeigen möchte. Man kann natürlich alles sehen. So, wie funktioniert das? Also auch wieder das gleiche Ausgangsschema. Wir machen eine bestimmte Anzahl von Kugeln in den Trichter. In dem Fall haben wir erstmal die 17 genommen. Was ich machen möchte, ich möchte 17 geteilt durch 3 rechnen. Und ich weiß ja, 17 geteilt durch 3 ist 5 Rest 2. Oder wenn wir nur die Modulbetrachtung machen, in der Prozentschreibweise 17 modulo 3 ist gleich 2. Dann interessiert uns das Ergebnis gar nicht. Wenn wir geteilt rechnen wollen, dann schieben wir den Schieberegler auf den Divisor. Also geteilt durch 3 heißt, wir schieben den jetzt auf die X-Position 3. Zack. So, und jetzt können wir schöne Sachen da ablesen. Wir hatten ganz am Anfang auch schon mal so ein ähnliches Beispiel. Also ich sehe einen Rest, den habe ich hier oben. Das sind 2 Kugeln, also habe ich den Rest gefunden, Rest 2. Das wäre jetzt, wenn ich nur auf die Modulo-Betrachtung schaue, also nur auf den Restwert. Wenn ich auch noch wissen möchte, was ist es denn insgesamt? Dann habe ich ja hier geteilt durch 3 ist gleich. Und jetzt müssen wir schauen, bis zu dem Punkt, wo sich ein Rechteck bilden lassen würde. Das ist die 5. Also 17 geteilt durch 3 ist gleich 5 Rest 2. So, nächstes Beispiel. Da habe ich mal eine gerade Zahl oder eine mitgebracht, wo es keinen Rest gibt. Nicht 20 geteilt durch 4. Wir wissen, das ist 5 Rest 0. Um das rechnen zu können, müssen wir also den Schieberegler auf die 4 stellen. Wir ziehen ihn mal rüber. Die Kugeln fallen alle runter. Wir sehen keinen Rest oben drauf liegen, also ein komplettes Rechteck. Und das bedeutet Rest 0. Kein Rest. So kann man damit Restwerte berechnen. Ich habe euch auch noch mal eine Umrechnungsmöglichkeit mitgemacht, die fand ich persönlich eigentlich recht charmant, dass man mit dieser Maschine auch in andere Zahlensysteme umrechnen kann. Also zum Beispiel in Binär, in Oktal, Hexadezimal und so weiter. Zwei Beispiele habe ich euch mitgebracht. Wie kann man das Ganze machen? Nun, ich könnte jetzt das Brett nehmen und mache da so Viertelkreise drauf. Und ihr seht es zum Beispiel von der 10 geht jetzt dieses Segment runter und da schreibe ich drauf 1010. Und ich packe da die Kugeln rein, ne, mit der Ausgangsposition, nämlich die Endposition und dann kann ich das ablesen. Ich kann es auch ohne Kugeln ablesen, aber das ist ja eigentlich nicht, was wir wollen. Dann haben wir nichts ermittelt oder berechnet, sondern wir haben es mal abgelesen. Da könnte ich mir auch gleich eine Tabelle schreiben. Wir wollen aber mit Hilfe der Maschine das Ganze umrechnen.
So, wie funktioniert das? Ich habe jetzt hier ein Beispiel oder das gleiche Beispiel genommen mit der 10. Da wissen wir eigentlich schon, was rauskommt. Und hier ist es ist die Vorgehensweise so, dass wir den Regler, den Schieberegler auf die Position stellen, auf das Zahlen oder ja, die das Zielzahlsystem entspricht. Also bei Binär, bei dem Zweiersystem schieben wir den Schieberegler auf die 2. Und für die ganze weitere Vorgehensweise, also Berechnung oder Ermittlung, wird dieser Regler nicht mehr bewegt, weil wir haben ja das Zweiersystem. Da brauchen wir nichts ändern. Wie machen wir das? Oder fangen wir mal an. Ich bewege den jetzt auf die Position 2 und hier schaue ich jetzt auf die Reste, also alles, was oben so kugelig oben drauf liegen bleibt. Reste hatten wir gerade schon mit der Division und dann gucken wir da mal hin, was haben wir denn hier? Wir haben keinen Rest, also Rest 0. Das notieren wir uns. Und ich habe nochmal das Hornerschema zusätzlich notiert. Das machen wir mal zur Probe, wie man das ja normalerweise so umrechnet. Also 10 geteilt durch 2 ist 5, Rest 0. Sieht gut aus. So, was machen wir jetzt? Wie geht das jetzt weiter? Wir entfernen hier alle Spalten wieder bis auf die erste. Das kennen wir schon. Ja. Und zuvor den Rest. Und das ist hier jetzt wichtig. Vorhin brauchten wir keinen Rest entfernen, sondern nur die Spalten, weil da gab es keine Reste. Hier gibt es aber einen Rest. Und das heißt, wir müssen immer erst den Rest entfernen und dann die verbleibenden Spalten bis auf die linke. So, und wenn es das eine oder andere nicht gibt, ja, dann ne, trotzdem entfernen. Machen wir jetzt, hier haben wir keinen Rest, den brauchen wir nicht entfernen, aber alle Spalten bis auf die linke, das sieht dann so aus, dass nur rechts das stehen bleibt, das bleibt natürlich nicht so, die fallen dann runter, idealerweise, und sieht dann ungefähr so aus. Und wir sehen, wir haben jetzt einen Rest. Und zwar haben wir den Rest 1. Den notieren wir. Machen gleichzeitig die Probe mit dem Horner-Schema, also wir holen die 5 auf die unterliegende Zeile. 5 geteilt durch 2 ist 2, Rest 1. Sieht gut aus. So, wir wenden die Regel wieder an. Erst den Rest entfernen und dann alle Spalten bis auf die linken. So sieht es aus. Kullert auch wieder runter und wir schauen wieder auf die Reste. Haben wir einen Rest? Nein, wir haben keinen Rest. Also notieren wir uns eine 0. Und ihr seht, ich schreibe natürlich von rechts nach links da oben. Ja. Also wir notieren uns eine 0, machen das Ganze wieder mit dem Horner-Schema, hole die 2 aus der Berechnung davor, runter in die nächste Zeile, 2 geteilt durch 2 ist 1, Rest 0. Sieht alles noch gut aus. So, wir entfernen die Reste, wir haben keinen, und dann entfernen wir alle Spalten bis auf die linke. Bleibt eine einsame Kugel übrig, die kullert dann da irgendwo rum. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Rest, nämlich Rest 1. Den notieren wir, auch beim Horner-Schema, ne, berechnen wir das und kommen auch auf die 1. Und der letzte Schritt ist dann wieder, den Reste und alles zu entfernen. Und wenn ich den Rest entferne, dann habe ich das Spielfeld leergeräumt. Und das ist wichtig, wir sind hier erst fertig, wenn das leer ist. Dann haben wir es geschafft. So, was kommt raus als Ergebnis? 1, 0, 1, 0, das ist das, was wir hier ermittelt haben. Und dann schauen wir doch mal hier beim Horner-Schema, was haben wir da denn? Haben wir im Prinzip das Gleiche. Wer es kennt, man liest das Horner-Schema von unten nach oben. Das heißt also die 1 ist hier die erste 1, dann kommt die 0, dann die 1 und dann die 0. Ja? Und dann sieht man, ja, ergibt das Gleiche, 1, 0, 1, 0. Passt. Das war jetzt ein Beispiel mit Binärsystem. Ich habe euch noch mal was anderes mitgebracht, nämlich das Senärsystem, das Sechsersystem. Warum das Sechsersystem? Zum einen, um mal zu zeigen, dass es mit jedem beliebigen System funktioniert. Und zum anderen ist das Spielfeld bzw. Das Brett nicht groß genug, wenn ich jetzt Oktal oder Hexadezimal machen möchte. Kann ich nur mit kleinen Zahlen machen, das wäre recht langweilig. Deswegen habe ich jetzt hier ein Senärsystem und machen das damit mal. Wir wollen also jetzt die Zahl 13
die hier eigentlich im, oder streng genommen im unnäheren System vorliegt. Das heißt, wenn ich diese Ausgangsposition habe, habe ich noch gar kein Zahlensystem. Ja, da habe ich zwar 13, aber nicht das Zahlensystem, auch wenn es daneben im Dezimalsystem notiert ist. So, und das wollen wir jetzt umrechnen in Sehnähe, in Sechser-System. Und wir machen das genauso wie vorher auch. Diesmal natürlich nicht den Schieberegler auf die Position 2, sondern auf die Position 6. Dann schauen wir mal, was da passiert. Da kullern die alle so ein bisschen rum, die Kugeln. Und wir schauen wieder nur auf die Reste. Wir haben Rest, nämlich Rest 1. Den notieren wir. Und dann wenden wir wieder die Regeln an, die wir eben auch schon hatten. Wir entfernen den Rest und danach alle Spalten bis auf die linke. Und dann sieht das so aus, da bleiben nur zwei Kügelchen so langweilig übrig. Die werden dann auch irgendwann mal sich ja, darunter kullern. Wir schauen wieder auf die Reste. Diesmal haben wir nur einen Rest, nämlich Rest 2. Notieren den wieder, den Rest. Wenden wir die Regel an, alle Reste oder den Rest entfernen und danach alle Spalten bis auf die rechte, bis auf die linke. Wir haben hier aber nur Reste, das heißt, bleibt nichts mehr übrig. Spielfeld ist leer und wir sind fertig. Also die 13 ist im senären Zahlensystem, im Sechserzahlensystem dargestellt, die 21. Finde ich persönlich eine coole Sache, dass das auch so einfach mit der Maschine geht. Also wichtig ist, auch wie in den ganzen anderen Beispielen, man muss wirklich diesen Algorithmus so einhalten und stupide machen und dann kommt man zu diesen Ergebnissen. Eine Sache habe ich noch. Quadratwurzeln berechnen, beziehungsweise abschätzen. Das ist jetzt ein bisschen tricky, da muss man vielleicht auch ein bisschen rechnen können. Aber das ist so etwas, das ist mir dann auch noch aufgefallen und dachte, ich baue ich mal mit ein. Und ich weiß nicht, was man noch da vielleicht alles mitmachen könnte. Ja, sind ja auch erstmal genug Beispiele. So, machen wir Quadratwurzel. Quadratwurzel ist prinzipiell ist ja klar oder ist bekannt. Ne? Ich habe eine 9, Quadratwurzel aus der 9 ist die 3. Wie mache ich das hier mit der Maschine? Also, ich versuche, aus der Zahl, von der ich eine Quadratwurzel ermitteln möchte, ein Quadrat zu bauen. Zumindest möchte ich so dicht wie möglich an die Form eines Quadrates rankommen. Bei der 9 ist das noch recht einfach. Das heißt, ich bewege den Schieberegler jetzt so lange, bis ich ein nahezu gutes Quadrat habe oder ein Quadrat. In diesem Fall habe ich ja ein Quadrat. Wenn ich ein Quadrat habe, ist es einfach, weil dann habe ich an beiden Stellen, also an der x-Achse und an der y-Achse, den gleichen Wert stehen. In diesem Fall ist es der Wert 3 und den lese ich einfach ab und dann weiß ich, die Quadratwurzel aus 9 ist 3. Das geht jetzt mit jedem beliebigen weiteren Quadratzahlen, also wenn ich mir das jetzt anbaue, dann muss ich mir vorstellen, dann sind diese Felder hier, 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 also diese 7 Felder, da sind auch Kugeln. Ich habe wieder ein Quadrat und ich kann dann ablesen, hier die 4 oder hier die 4. Also die 4 ist dann die Quadratzahl aus der 16. Ist irgendwo auch leicht nachzuvollziehen, so berechne ich die Quadratzahlen. Was ist aber, wenn ich jetzt keine Zahl habe, die gerade so schon eine Quadratzahl ist. Nehmen wir beispielsweise mal die 20. Wie sieht das da aus? Jetzt wird es ein bisschen tricky. Und zwar muss ich auch hier erstmal so nah wie möglich an ein Quadrat rankommen. Das habe ich hier gemacht. Und man kann ein Quadrat erkennen. Hier dieses Viererquadrat. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich das abschätzen kann. Also zum einen, wenn ich weiß, die 4 ist voll gefüllt und ist ein Quadrat und da oben liegen noch Kugeln drauf, dann weiß ich, das Quadrat oder die Quadratzahl von 20
ist größer oder muss ja dann größer sein als 4. Ich kann mir auch das nächste hier mal anschauen, die 5, da fehlen hier welche. Dadurch weiß ich, die Quadratzahl von 20 muss aber auch kleiner sein als 5. Also, sie liegt irgendwo zwischen 4 und 5. Und jetzt gibt es zwei Methoden, wie ich das annähern kann. Nehmen wir mal die etwas ungenauere zuerst. Oder vielleicht die genaue zuerst. Ne? Nehmen wir mal die genaue zuerst. Ich habe ja hier oben die 4 Kugeln liegen. Und ich habe gesagt, wenn ich das jetzt auch noch auffülle, also hier die 5 fehlende dazu packe, dann habe ich auch wieder ein Quadrat. Und die Quadratzahl wäre hier von die 5. Das heißt also, ich habe hier diese 5 Stellen plus diese 4 macht 9. Und 4 von den 9 Stellen habe ich quasi belegt. Und wenn ich das jetzt ausrechne, was ist denn das? Dann habe ich hier 4 Neuntel und das sind 0,44. Und die andere Zahl habe ich ja schon. Ne? Die von den 16 hier, das ist 4, die Quadratzahl. Also 4 plus diese 4 Neuntel macht 4,44. Das ist das, was ich hiermit meine. So, und wenn ich das mir jetzt anschaue und die tatsächliche Zahl sehe, mit den 4,47, da komme ich doch der Wahrheit schon wirklich recht genau. Also sehr nah. Ob das alles auch mit großen Zahlen auch so funktioniert, kann ich nicht sagen. Ich kann es nicht mit großen Zahlen ausprobieren. Das ist so etwas, was mir hier aufgefallen ist. Ich habe da keinen mathematischen Beweis für. Vielleicht haben wir Mathematiker dabei oder hört das irgendwann mal einer und sagt, das will ich mal testen oder naja, das ist bekannt, du hast eigentlich nur dies und das und jedes Verfahren erklärt. Und welche Möglichkeit habe ich noch? Die ist etwas einfacher, da muss man nicht ganz so viel rechnen. Ich baue auch hier wieder an, aber eben nur hier im Prinzip das, was hier an der Seite liegt. Also ich lasse dieses Feld, lasse ich einfach weg. Ja, das ignoriere ich. So, und dann habe ich hier 4, ich habe hier oben 4 und wenn ich diese Kugeln zumindest, oder wenn ich die aufteilen möchte und möchte die gleiche Größe, die gleiche Anzahl hier reinlegen, dann müsste ich die halbieren. Dann habe ich hier halbe Kugeln liegen, dann habe ich hier halbe Kugeln liegen und wenn ich mir dann diese halbe anschaue, dann weiß ich, eine halbe ist 0,5. Die 4 hatte ich ja schon, die 0,5 rechne ich dazu und da komme ich auf 4,5. Auch das ist sehr nah an diesen 4,47, an der tatsächlichen Wurzel dran. So, ein Beispiel habe ich noch. Die 17. Wie sieht es mit der 17 aus? Auch hier haben wir wieder ein oder das so gelegt, dass wir nahezu ein Quadrat haben. Wir haben es auch fast, da ist nur einer, der da drüber ist. Was wir jetzt schon sagen können, ist, also die 17, genau nach der gleichen Argumentation von eben, die 17 oder die Quadratzahl von der 17 muss größer sein als die 4, weil die 4 mal 4, ne, die haben wir hier schon. Sie muss auch kleiner sein als die 5, das hatten wir eben auch schon, und sie muss auch deutlich kleiner sein, also näher an der 4 dran sein als an der 5. So, nehmen wir das Verfahren von eben, die ich eben erklärt habe. Ich nehme diese Felder, das sind 4 Stück. Und dann nehme ich diese Felder, sind auch 4 Stück. Ja. So, und wenn ich diese Kugel jetzt da aufteilen möchte auf diese 4 Felder, dann hätte ich hier ein Viertel. Ja, und von dem Viertel, da ich das ja auch hier nochmal hinlegen muss, nehme ich nochmal die Hälfte und komme dann auf diese 0,125. Die addiere ich zu der 4 hinzu und habe dann 4,125. Ja, also wir sehen schon, es ist ein bisschen trickreicher als das andere, was wir gemacht haben, aber hier geht es um Schätzungs- oder Näherungsverfahren. Wenn wir uns das Richtige anschauen, 4,123, da sind wir auch wieder verdammt dicht dran. Mache ich das etwas genauer, also dass ich das hier nicht ignoriere, sondern mit dazu nehme, dann habe ich hier wieder 9 Kugeln, eine davon habe ich, das ist ein Neuntel sind 0,1 Periode. Und wenn ich es nach der dritten Stelle abschneide, habe ich hier die 111, also 4,111. Auch das ist verdammt dicht an der eigentlichen Wurzel 4,123.
So, damit sind wir eigentlich durch mit den ganzen Beispielen, etwas schneller als ursprünglich geplant. Was kann man damit anfangen? Es ist eigentlich, ja, also in der heutigen Zeit mit einem Taschenrechner oder was auch immer, ist man schneller, ist man einfacher. Wofür man es aber vielleicht einsetzen kann, ist, um diese ganzen, Sachen mal zu visualisieren oder auch, also auch Schülern zu zeigen, gerade in den ersten Klassen, die sich mit Primzahlen oder auch mit Multiplikationen, Divisionen und solchen Dingen beschäftigen. Ich hatte den Vortrag auch gehalten auf der GPN dieses Jahr und da waren recht viele Lehrer oder auch unsere Mathematiker mit dabei. Die fanden das hochspannend und sagten, das ist irgendwie eine tolle Sache, wie man das Schülern mal näher bringen kann und das Ganze mal visualisieren kann. Ich hoffe, ich werde irgendwann, vielleicht auch irgendwann dieses Jahr, nochmal die Maschine tatsächlich gebaut haben, also so als Brett mit Kugeln und so weiter. Dann sehe ich auch, was davon funktioniert, was da vielleicht nicht von funktioniert, weil die Frage, die wir uns immer gestellt haben, ist, wenn ich jetzt das so weiter bewege, also von über mal irgendein Beispiel, was habe ich da? Ja, wenn ich das hier jetzt habe und ich bewege den Schieberegler ja immer so weiter, jetzt habe ich auch eine große Anzahl, fallen die Kugeln wirklich so, wie sie hier sind? Das ist vermutlich noch klar und ich bewege ja immer nur um eins, immer nur nach rechts, ich schiebe ja nicht wieder zurück. Und da gab es unterschiedliche Meinungen, deswegen muss man es mal bauen, ne? Ob das wirklich so in der Praxis tatsächlich so funktioniert, ob das Ding baubar ist. Wenn ja, dann hat man auch richtig was in der Hand zum Zeigen, zum Rechnen. Wie gesagt, es funktioniert nur gut mit kleinen Zahlen, sonst bräuchte ich ein Riesenbrett. Dieser Trick mit dem Trichter, mit dem Speicher hilft ja schon, dass ich ein paar mehr Kugeln nehmen kann, als in die erste Spalte reinpassen. Ja. Aber für eine echte, ja, praktische Anwendung hätte ich ansonsten außer dem Schulbereich keine Idee. Ich glaube auch nicht, dass man damit ein Verfahren findet, dass man Primzahlen jetzt einfacher knacken kann oder berechnen oder ermitteln kann, also Primfaktor zerlegen, vereinfachen kann, weil letztendlich mache ich hier ja nichts anderes, als die Regeln, die es schon gibt, anzuwenden und das Ganze nur zu visualisieren. Gut. Ja, damit wären wir durch. Ich weiß nicht gar nicht, da müsste ich jetzt mal an die Regie. Kann man eigentlich Fragen stellen hier? Gibt es Fragen? Ich weiß nicht, ob die Regie mich gerade nicht hört. Regie, 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 hallo, hallo.